lahm gestartet. Also es ist nicht so, dass wir waren nicht ganz wach. Wir mussten halt immer erstmal richtig wach werden, um da anzukommen. Und spätestens dann, als der Klickmoment kam, haben wir ja direkt umgeschaltet und wirklich aufgeholt, souverän gespielt und dementsprechend noch viele Punkte gemacht. Und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem Team. Wir wissen, wir können besser, das wissen wir. Aber so hat es auch gereicht. Das wusste ich schon ganz alleine halt, dass wir da ein bisschen nachlässig waren halt. Also einfach nur, wie wollen wir aufschlagen, wie wollen wir unsere Annahme organisieren und auch wie wollen wir den Angriff abschließen halt, weil sie ja immer Regel immer einen Doppelblock hatten. Deswegen war das eigentlich ganz, ganz einfach, ganz easy. Am Anfang immer der Sätze so ein bisschen geschwächelt, also ein bisschen zurückgelegen, gerade in den ersten beiden Sätzen. Aber haben es dann mit einer guten Moral und mit einer hohen Qualität immer wieder geschafft, uns zurückzukämpfen und dann eben den Gegner auch gleich zu überholen. Und da habe ich also einen großen Respekt davor und kann meiner Mannschaft also nur wirklich beglückwünschen, haben sie heute verdient gewonnen. Auch wenn wir am Anfang vielleicht ein bisschen brauchten, um reinzukommen ins Spiel. Ich meinte halt die ganze Zeit zu der Anna so, ich habe noch nie so viele Aufschläge gemacht. Zu der Maike auch. Ich so, für mich war es so, man macht einen Aufschlag, okay, dann machst du vielleicht noch einen zweiten, vielleicht einen dritten, ja. Aber dass ich wirklich 16 am Stück, das ist für mich, wow, das ist das erste Mal gewesen. Also, habe einfach gemacht, wie der Trainer gesagt hat, immer continue, continue, continue. Zwischendurch habe ich halt zu ihm hergeschaut und so, mach einfach weiter. Ja, wir haben Trainingsschwerpunkte. Wir haben ja gesagt, dass wir so 80% sozusagen den Fokus auf uns lenken. Wo können wir uns verbessern? Das ist im Aufschlag, Annahme, viele Bereiche halt, gerade in schwierigen, also der Gegner muss ja gut gegen uns aufschlagen, weil wir eigentlich ganz gut annehmen, sehr gut auf der Schnellangreiferposition besetzt sind. Also müssen wir unsere Außen sehr gut trainieren, dass die also mit dem Block gut umgehen können, dass sie ein paar Werkzeuge in der Hand haben sozusagen, um gut noch zu agieren und anzugreifen. Und das sind unsere Schwerpunkte, also da werden wir auch nicht abgehen von.